Genau, wurde gerade schon gesagt, MapBender 2 ist doch ein schon recht altes Projekt, hat ein paar Jahre auf dem Buckel und deswegen soll es heute ein bisschen um den Nachfolger gehen, um MapBender 3. Ich bin Christoph Roder, ich arbeite im MapBender 3 Developer Team bei der Ware Group in Bonn, die man wohl mit Fug und Recht als der Hauptsponsor vom MapBender Projekt bezeichnen kann und bin dort jetzt seit knapp einem Jahr mit den Neuanfängen oder dem Neuentwickeln von MapBender in der neuen Version, ohne uns an den Altlasten zu orientieren, beschäftigt. MapBender 2 ist wahrscheinlich vielen bekannt, sieht zum Beispiel so aus, wenn man noch nicht viel dran macht. Vielleicht kennen Sie aber zum Beispiel das Geoportal Rheinland-Pfalz. MapBender 2 kann man in eine Menge Richtungen bringen, zwängen, erweitern, eine ganze Menge draus machen. Er hat allerdings in den letzten Jahren doch immer mehr an Komplexität auch gewonnen. Zum Beispiel ist er von der Pflegbarkeit langsam so ein bisschen zum kleinen Monster geworden, wo das dann die Entscheidung immer fiel, okay, wir wollen eine neue Version und wir wagen den Schritt, das einfach nochmal auf einen völlig neuen weißen Blatt Papier anzufangen. Treffen Grundsatzentscheidungen, Architekturentscheidungen und schauen, dass wir dann die Funktionalität, die wir im MapBender 2 haben und bieten, Stück für Stück dann wieder rüberzubringen. Also kam es einmal zu der Entscheidung, machen wir einen großen Knall von heute auf morgen, MapBender 2 ni passiert nichts mehr und fangen mit MapBender 3 an oder machen wir es doch eher so als eine Art Staffellauf. Und das war auch im Endeffekt die einzig vernünftige Variante, zu sagen, wir entwickeln den MapBender 2 immer noch und pflegen ihn auch. Momentan ist, glaube ich, die Version 2.7.3 in der Mache. Die sollte eigentlich rauskommen, das haben wir nicht ganz geschafft. Da hat Astrid allerdings angekündigt, dass er ihn jetzt kurz nach der VOSKIS mit ein paar Neuerungen dann noch rausbringen will. Während ich zum Beispiel mit MapBender 2, mit der Entwicklung eigentlich fast gar nichts zu tun habe. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf den MapBender 3 und habe dort im letzten Jahr halt eine ganze Menge an Grundsatzsachen vor allen Dingen gemacht. Das heißt, momentan sind wir an einem Punkt, wo wir von der Architektur uns die ganzen Grundsatzentscheidungen getroffen haben, unsere API so langsam auch einen Punkt haben, wo wir sagen, jetzt können wir da anfangen, die Elemente und die Funktionalität da drauf zu setzen und können auf unseren inneren Kern vertrauen dabei. Und die Perspektive ist halt, dass wir den MapBender 2 noch eine Weile in der Entwicklung halten, Support auf jeden Fall und dann irgendwann, wenn wir dann mit dem MapBender 3 soweit sind, auch zum reinen Support übergehen und dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist die Zeit, wo ein MapBender 2 vom Alter her doch bitte überlegt werden sollte, auf MapBender 3 umzusatteln. Bei den grundlegenden Änderungen ist es so, dass wir uns halt dafür entschieden haben, von der sag mal, Sammlung an Skripten und Klassen, die MapBender 2 darstellt, auf ein Framework umzusatteln, um da nicht alles auch selber machen zu müssen und haben dann nach einer Weile uns dafür entschieden, mit Symfony 2 anzufangen. Als wir zu dem Punkt gekommen sind, wir wollen Symfony 2 nehmen, war Symfony 2 selber auch noch gar nicht stabil, aber es war in den Pre-Release-Phasen und das machte einen extrem guten Eindruck und diesen Eindruck hat es bis heute ohne Probleme halten können. Das heißt, unsere Basis serverseitig, PHP, Symfony 2 und als wichtiger Unterbau, den wir auch immer brauchen für die Datenbankabstraktion, was Symfony 2 mitbringt, ist Doctrine, womit wir mehrere Datenbanken verwalten können. Wir haben Kunden, die haben Oracle im Einsatz, PostGIS. Für die Entwicklung nehme ich eine SQLite-Datenbank, um mit wenig Ballast arbeiten zu können. Theoretisch sind auch noch weitere Datenbanken dadurch möglich. Clientseitig sind wir den Weg, den wir mit MapBender 2 eingeschlagen haben, eigentlich, ich sag mal, konsequent weitergegangen. Das heißt, wir sind auf jQuery geblieben. Wir haben uns für jQuery UI, die Kombination mit MapQuery und OpenLayers entschieden, nicht für GeoExt. Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft in der Hinsicht. OpenLayers war eine relativ starke Forderung, die gestand. jQuery hat man schon mit den letzten MapBender 2-Versionen und dann war die Suche, wie macht man das am besten, kann man das irgendwie noch ein bisschen kapseln und mit MapQuery kam dann zum richtigen Zeitpunkt eigentlich so die Idee, um OpenLayers herum eine jQuery-artige Kapselung nochmal herumzubauen, die wir dann uns den Vorteil bietet, wir können im Regelfall mit eher jQuery-artigen Strukturen darauf arbeiten, uns aber auch nicht verbietet, wenn es so richtig hart auf hart kommt, bis ins Open Layers runterzugehen und dort direkt zu arbeiten. Wenn man dann
MapBender 2 sich anguckt, das macht, kann eine Menge, man kann vieles draus machen. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch. Es ist heute so, dass wir dann, sage ich immer, so wie so ein großer Lego-Haufen ist, da hat man eine Menge Bausteine, aber die richtigen zu finden und die richtig zu kombinieren, das kann schon eine Weile dauern und das ist manchmal ein bisschen vertrackt, das richtig rauszuziehen aus einem bestimmten Komponenten, ohne da sich noch andere Sachen mit einzufangen. Und die Idee ist, dass man halt mit MapBender 3 mit dem Framework, was eher doch wirklich komponentenorientiert ist, Symfony 2, das Framework selber, ist, bezeichnet sich selber auch wieder als Bundle, also als Plugin für sich selber, besteht aus Symfony 2 Components, die die ganzen Grunddinge bieten, wie ein HTTP-Client, HTTP-Requests, Kapselung etc., allem drum und dran. Man kann sich immer zum richtigen Zeitpunkt die Komponenten zusammensuchen, die man braucht, und in der Hoffnung, dass man dort schneller, einfacher dann die Gesamtanwendung aufbauen kann. Das ist unser Ziel dabei. Wenn ich das Basisdemo momentan zeige, dann sieht das nur noch nie nach allzu viel aus. Man erkennt, okay, da scheint ein Open Layers drunter zu liegen, der versteckt sich so ein bisschen. Man erkennt aber eindeutig, wer mit jQuery gearbeitet hat, da ist ein jQuery-Dialog, Buttons etc. Das Basisdemo macht erstmal noch nicht viel her, aber das MapBender 2-Demo vom Anfang, das war ja auch relativ bare bones, also da war auch noch nicht allzu viel drin. Das heißt, um zu erkennen oder um ein Beispiel zu bringen, was, welche Richtung wir weiterhin uns orientieren, möchte ich Ihnen ganz kurz das geoportal.de ans Herz legen. Das wird heute Nachmittag nochmal von Olaf Knopp, meinem Chef, extra vorgestellt. Bei dem geoportal.de ist es eine Besonderheit, dass wir hier nicht die komplette Anwendung da selber erstellt haben. Wir leben hier sozusagen innerhalb eines CMS in einem Biotop, das wir nicht ganz kontrollieren, das uns manchmal auch Hürden in den Weg gestellt hat, aber wir haben es hier so, dass wir eigentlich uns wie so eine Art Widget einfach nur reinladen. Die Jungs, die das CMS gemacht haben, die haben uns einfach nur ein Diff gegeben. Wir haben ihnen gesagt, ladet ein JavaScript von uns, das lädt die komplette Anwendung dann dynamisch nach. Und das ist in dem Sinne hier, war die Herausforderung vor allen Dingen halt in einem fremden System uns einzubetten, ohne dass wir dort wirklich große Wünsche stellen können an das, was um uns drumherum passiert. Viel mehr oder Beispiele kann ich momentan noch gar nicht zeigen. Wir sind halt, wie gesagt, noch nicht allzu lang mit MapBender 3 dabei. Und da ist auch viel am Anfang erstmal Grundlagenarbeit entstanden, wo man außer viel Code nicht sieht, was bei rauskommt. Das kann man hier schlecht in so einem Screenshot darstellen. Aber ich bin mir sicher und ich weiß auch, dass wir momentan nächste Projekte mit MapBender 3 Basis schon am Ende der Pipeline haben, die also demnächst dann veröffentlicht werden, sodass man da doch in nächster Zeit auch wieder öfters mal was von hören wird und schon dann dem und dann und wann den Begriff MapBender 3 fallen hören wird. Allerdings parallel halt auch noch MapBender 2. Also wir haben definitiv einige Kunden, die sagen, wir wollen erstmal abwarten, wir bleiben mit unserem MapBender 2-System, da sind wir momentan glücklich mit und die werden wir natürlich auch nicht vergraulen, indem wir das momentan so ein bisschen parallel betreiben. Pflegeentwicklung. Symfony wurde eben ja viel eben auch schon in dem Vortrag von Camp to Camp. Wir benutzen Symfony Version 2, das fehlt ja so ein bisschen, Symfony gibt es ja schon etwas länger. Symfony 2 war dann eine komplette Neuentwicklung, auch von den Jungs aus Frankreich. Das ist ein strikt objektorientiertes PHP-Framework, das sieht manchmal mehr aus wie Java, die Klassen, die man dort schreibt, als PHP. Aber das ist, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, doch echt eine gute Wahl. Also man wird gezwungen, wie Symfony zu denken und es nimmt einem im Endeffekt damit aber nachher eine Menge Arbeit ab, weil man weiß, okay, es gibt so und so ist der Standardweg, sowas voll ein Problem zu lösen und das geht auch ganz gut. Symfony 2, das ist auch extrem schick, die sind von Haus aus auf Geschwindigkeit optimiert. Das normalerweise so eine MapBender 3 Anwendung, das sind, keine Ahnung, ein paar hundert Klassen, die geladen werden, jede Klasse eine Datei. Wenn ich das immer vom Dateisystem hole, wäre das extrem langsam. Deswegen hat Symfony von sich aus so einen eingebauten Klassencache. Die ziehen immer alle Klassen und Dateien zusammen, die sie brauchen, um die Anwendung aufzubauen, speichern das auf der Platte, sodass man im Regelfall nachher bloß noch ein paar wenige Dateien auslesen muss. Und es ist, was noch einmal einen guten Geschwindigkeitsboost bringt, so PHP-APC ready. Das heißt, ein Bytecode-Cache, da sind zwei Zeilen auszutauschen, dann nutzt es den von Haus aus und ist damit auch in Richtung Zukunft. PHP 6 wird uns ja PHP-APC fest eingebaut bringen, da schon so drauf optimiert, einfach damit Bytecode zu arbeiten und wenig immer wieder zu kompilieren zu müssen. Es hat so eine Bausteinphilosophie, die am Anfang so ein bisschen verwirrend ist, weil es sind alles nur Bausteine, die liegen alle da, man kann die verknüpfen. Aber wenn man das erstmal
ich sag mal, gefressen hat, dass man sich dort und da bedienen kann, dass das einfach geht. Wenn man für ein, zum Beispiel für unseren Proxy haben wir halt dann den HTTP-Response- und Request-Objekte genommen, haben die clever miteinander verknüpft und haben dort in wenigen Zeilen unseren Proxy neu aufgebaut. Es bringt Komponenten wie Doctrine für die Datenbankabstraktion. Es hat Twig, eine Templating-Sprache, mit dem wir nicht nur unser HTML erzeugen, sondern zum Beispiel auch, was ich momentan sehr häufig mache, ist mit Twig XML-Filter, also WFS-Filter bauen, WFS-Dokumente, XML-Dokumente, die wir dann praktisch mit unseren Proxy-Klassen zum WFS-Service jagen, um dann die Ergebnisse zu holen und wieder auszulesen. Das ist im Vergleich zu dem, wie wir es in MapBanner 2 teilweise machen, wo wir doch in PHP-Code immer wieder kleine String-Bausteine zusammengeknüpft werden, ist das schon wesentlich eleganter und wesentlich einfacher aufzuwarten, weil man sieht halt doch, es sieht fast aus wie ein komplettes XML-Dokument. Da sind halt noch Steueranweisungen drin für Schleifen etc., Variablenausgabe. Logging mit Monolog. Man kann halt an diverse Stellen loggen. Es kommt mit einem gut eingestellten Standard-Logging und das hilft eigentlich dann auch schon während der Entwicklung massiv. Es hat für uns den Vorteil gehabt, es hat keine JavaScript-Vorgaben. Es sagt nicht, ich möchte Prototype oder irgendwas verwenden oder du musst das verwenden, sondern es überlässt es uns selber und deswegen konnten wir dann ohne Probleme halt jQuery, OpenLayers, MapQuery dort einbinden. Der Stand der Dinge ist momentan, dass wir uns auf mehrere Bundles, so nennt Symfony seine Plugins, verteilt haben. Wir haben zum Beispiel ein MapBanner Core Bundle, wo wir die ganze Grundfunktionalität vom MapBanner, die ganze Grund-API eigentlich drin haben. Das geht also um Applications, wie sieht eine Anwendung an sich aus, die Elemente einer Anwendung, Services, Layers. Das ist alles dort in diesem MapBanner Core Bundle drin. Das macht erstmal nichts viel her, da kann man noch nicht viel mehr machen, außer man konfiguriert es halt zu einer richtigen Anwendung. Aber es hat für uns den Vorteil, dass die ganzen Grundlagen nachher dort an einer Stelle zentral sind und die ganzen Erweiterungen, wie zum Beispiel Nutzung von bestimmten Diensten, sind dann in eigenen Bundles, ich sag mal, ausgelagert, stehen daneben, sodass man die auch dann einzeln wieder nutzen kann, zusammen mit dem Core-Bundle. Das ist bei uns immer die Grundvoraussetzung. OWS-Proxy, wir haben den Proxy dann auch, braucht man jetzt relativ schnell, relativ unkompliziert umgezogen. Der sieht auch bei uns im Core-Bundle drin. Und für spezielle Geschichten wie Nutzung von Diensten, WMS, WMTS, ist momentan, was wir direkt unterstützen, haben wir eigene Bundles, die können die Get-Capabilities-Dokumente parsen, die JavaScript-Funktionalität steht uns da bereit. Das ist alles in einzelnen Blöcken bei uns organisiert. Das macht es wesentlich einfacher, das auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, wie man es braucht. Das Manager-Bundle ist momentan, wo viel Zeit und Energie reingeht. Das geht praktisch um das Backend, die Verwaltung von Anwendungen. Bisher haben wir im letzten Jahr konfigurieren wir die gesamten Anwendungen auch nur aus YAML-Dateien. Da muss man sehr viel Geduld und Muße auch mit haben, um die Anwendung damals zu beschreiben. Das ist eine war allerdings eine Entscheidung am Anfang. Wir wollen erstmal das Frontend hochziehen und dann das Backend, so dass wir auch über die Webanwendung uns konfigurieren können. Die Strukturen von den Daten bleiben die gleiche, aber jetzt legen wir halt noch eine Web-Oberfläche drauf. Im Gegensatz zu MapBanner 2, wo es eigentlich immer nur das eine lange Formular für jedes Element gibt mit 23 Einträgen oder so, auch wenn man eventuell nur drei braucht, was nicht unbedingt benutzerfreundlich ist, ist bei uns die Idee, dass wir zwar ein generisches Formular haben, wenn nichts Besseres vorliegt für ein bestimmtes Element, aber an sich kann jedes Element, Kartenelement, kann ein eigenes Formular bereitstellen, wo nur noch seine eigenen Optionen verändert werden können, sodass man da so ein bisschen konzentrierter dann arbeiten kann beim Konfigurieren. Der Ausblick hier ist, ich möchte ein paar Screenshots vom momentanen Backend zeigen, so wie es momentan ist. Es ist noch nicht fertig, aber das ist ungefähr dahin, wo es hingeht. Das heißt, wir haben die Verwaltung von Anwendungen, Diensten, Benutzern, Anwendungen bestehen aus einer Sammlung von Elementen, die in verschiedenen angeordnet sind. Jedes Element kann dann auch einzeln konfiguriert werden und steht in so einer Oberfläche, wo man erstmal anordnen kann und dann rüberspringen kann, um nur noch die Konfiguration eines einzelnen Elements zu sehen und dort sich konzentriert darauf zu arbeiten, was möchte ich denn da machen. Dass nicht mehr so viel, ich sag mal, Rauschen nebenbei ist, was doch bei MapBanner 2 extrem meiner Meinung nach ist. Das ist, wo wir momentan sind, das ist, wo wir momentan dran arbeiten. MapBanner 3 ist definitiv noch nicht fertig. Wir haben, wie gesagt, erste Projekte, die darauf schon laufen, die dann mit den entsprechenden Einbußen, es gibt noch kein Backend, die konfigurieren sich aus YAML-Dateien, allerdings, dass trotzdem eine komplette Anwendung halt aufbauen können. Und momentan ist das der Stand der Dinge, wo wir Energie reinstecken. Und damit bin ich eigentlich dann schon fast am Ende.
Sie finden uns eigentlich momentan im neuen Wiki, wir haben das ein bisschen getrennt, auf mapbanner3.org. Das ist momentan gerade etwas zugespammt. Da möchte ich mich für entschuldigen, das müssen wir erstmal wieder aufräumen. Da ist ein Fauxpas unterlaufen. Sie finden den ganzen Code, wenn Sie das interessiert, auf GitHub. Dort haben wir ihn untergebracht. Wir sind halt auch von S4N auf Git umgezogen. Sie finden uns auf OSGeo. Wie gesagt, wir sind mit das erste Projekt gewesen. Und wenn Sie noch Fragen nachher haben, außer jetzt hier direkt, wir finden uns vorne, direkt hinter der Wand, am Stand der Ware Group. Wie gesagt, das ist unser Hauptsponsor. Da arbeiten die meisten Mapbender-Entwickler. Von daher, wenn Sie Fragen haben, nicht zögern, dorthin zu kommen. Sie können auch Mapbender Fragen stellen, ohne mit der Ware Group unbedingt was haben, anfangen zu wollen. Damit würde ich mich momentan bedanken. Ja, schönen Dank, Christian, für den Vortrag. Ich bin ja auch mal gespannt, was aus Mapbender 3 noch so wird. Gibt es denn Fragen aus dem Auditorium? So viele Leute, da wird es auch sicherlich die ein oder andere Frage dazu geben. Wenn man sich da mal nicht täuscht. Versuch das mal auf. Nein, du musst das mit Mikro machen, damit es aufgenommen wird. Vielleicht die wichtigste Frage für alle bisherigen Anwender, Migration. Wird es einen Migrationspfad geben? Einen direkten Migrationspfad wird ziemlich schwierig werden, weil wir die Architektur auch der Elemente komplett verändert haben und die Elemente Mapbender 2 doch völlig anders strukturiert sind. Da muss man schauen, inwieweit wir da Unterstützungsmittel bereitstellen können, um vielleicht so viel wie möglich automatisch rüber zu retten. Allerdings, es wird ohne Handanlegen direkt vermutlich nicht gehen. Das wäre doch sehr verwunderlich. Dann müssen wir vielleicht zusehen, dass wir einen vernünftigen Migrationsleitfaden hinkriegen. Genau. Also so nach dem Motto, ich habe vorher in Mapbender 2 die und die Anwendung gemacht, also die und die Elemente benutzt. Was kann ich dann da in Mapbender 3 benutzen, um den Umstieg zu machen? Genau, die Elemente, also ein Element bereitzustellen, was es in Mapbender 2 gab, auch in Mapbender 3, das ist das Ziel, dass es ein Äquivalent für gibt. Dass man die einfach über die Datenbank irgendwie konvertieren kann von der Konfiguration, das wird im Regelfall recht schwierig werden. Muss man gucken, inwieweit das automatisierbar ist und dann schauen, bleibt dann Handarbeit über. Das ist leider die Konsequenz aus dem kompletten Architekturwechsel. Ich hätte noch eine andere Frage. Lizenztechnisch, ist Mapbender 3 dann genauso lizenziert wie Mapbender 2? Genau, oder gibt's da wird sich nichts ändern. So, gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten gibt es ja, glaube ich, noch das Mapbender-Anwendertreffen. Das Anwendertreffen ist morgen. Da wird gerade noch der Raum vororganisiert. Im Programm stand nur Aushang vor Ort. Im Aushang organisieren wir noch. Also im zweiten Fall bei der Ware Group drüben fragen, wo es denn ist. Ansonsten heute Nachmittag den Workshop, aber der ist natürlich mit Voranmeldung gewesen. Genau. Ja, wunderbar. Schönen Dank.